Dann gucken wir uns hier auf dem Bauernhof mal noch eine Runde um. Da hinten, wer bist du denn? Ihr! Ja, was ist mit uns? Jobe! Das ist alles eure Schuld, Ranger. Wenn ihr die Scorpions damals erledigt hättet, wie ich es euch gesagt habe, hätte ich niemals... Oh Gott! Wie, hätte er niemals was? Wovon redest du? Ich bin derjenige, der die Hunde krank gemacht hat und ich habe den Skorpionen erzählt, die Ranger wären es gewesen. Es war der einzige Weg, der mir einfiel, euch dazu zu bringen, Danforth zu erledigen, wie ich es euch aufgetragen hatte. Und wenn wir erstmal trägst du uns einen Scheißdreck auf und zweitens, warum vergiftest du die Hunde und erzählst, wir wären das gewesen? Wie hast du denn die Hunde so krank gemacht? Es gibt eine Seuche, sie wird Beulentatze genannt. Ich habe draußen im Busch ein paar wilde Hunde gesehen, die es hatten, und habe einen eingefangen und zur Farm gebracht. Die armen Wachhunde, es breitete sich so schnell aus. Ich wollte sie heilen, sobald ihr die Skorpione angreift, aber dann wurde mir klar, dass ich das... Wenn ich das täte, würde Commander Danforth vermuten, dass ich sie infiziert hatte. Und ich hatte zu viel Angst und mein Plan ist, hat ja nicht mal funktioniert. Die Ranger sollten Danforth fertig machen. Aber jetzt macht er euch fertig. Stimmt überhaupt nicht. Jetzt werden die Skorpione überall herrschen. Stimmt nicht. Entschuldige, uns zwingen? Ich habe versucht, an euer Mitgefühl zu appellieren, aber ihr wolltet nicht hören. Das Schicksal von den paar armen Farmern war nicht Grund genug für euch, um Danforth im Gefängnis zu suchen und zu erledigen. Also habe ich ihn dazu gebracht, euch anzugreifen. Ich wusste, dass ihr eine direkte Bedrohung nicht ignorieren konntet. Ey, du blöder Wichser, ich kam da einfach nicht rein, Junge. Wir haben versucht, ihn zu erledigen, aber wir kamen nicht an diesen Türmen vorbei. Ihr, das hättet ihr mir sagen können. Warum sollen wir dir das erzählen? Was geht dich das an, Junge? Ich hätte ihn nie dazu gebracht, euch anzugreifen, wenn ich gewusst hätte, dass ihr nicht... Scheiße, ich hab's verschissen. Ja, das hast du wirklich. Hast du denn jetzt ein Heilmittel? Ja, aber ich kann es den Hunden nicht geben. Commander Danforth wird mich töten, sobald ich das tue. Du musst die Hunde heilen und Danforth alles beichten. Aber Danforth liebt diese Hunde mehr als Menschen. Er wird mich in Stücke schneiden. Ihr müsst mich beschützen. Ich gehe da nicht hin. Gut, wir vertreten dich. Gib uns das Heilmittel und wir werden es ihm bringen. Also gut, aber ich mache das nur für die Hunde. Ich hätte ihnen niemals etwas antun sollen. Mehr als einen Tropfen braucht ihr nicht. Das hier sollte mehr sein, als ihr jemals brauchen werdet. Bitte sagt ihm nicht, dass ich es war. Das ganze Schlamassel tut mir leid. Ja, aber du warst es doch, du Arsch. Du warst es doch. Ich soll ihm nicht sagen, dass er es war, aber wenn er es doch war... Hier ist noch ein Safe, da will ich ran. Pass auf, da wird erstmal der Alarm geknackt und dann mache ich den Safe auf. Hat der Penner einfach die Hunde vergiftet und allen erzählt, das wären die Ranger gewesen? Das sind mir ja die ganz feinen Gesellen. Oh, Rohrbombe. Rohrbombe ist schön. Rohrbombe ist unser aller Freund. Da kannst du Rohrbombe selber fragen. Oh, warum sind da tote Schweine? Hier, tritt das mal ein. Guck, das ist sogar einfach. Bombs. Bombs. Schweine? Mh, Rückenschinken. Komm, gib her. Und eine Schweineleber. Oh, lecker. Und Scheiße gibt's ja auch noch. Sammeln wir mal die Scheiße ein. Die können wir noch an TNT Tan verhökern. Der freut sich immer über Scheiße. Da ist auch noch... Ach, von hier kommen wir da rein. Was ist denn da drin jetzt? Ach so, ihr könnt da nur rauf. Nee, das rauf müsst ihr da nicht. Ich dachte, ihr könnt da rein in den Container und da wäre irgendwas drin, was man sich da so holen kann. Tuberkulose oder so kann man sich da bestimmt holen. Ah, da ist noch ein Safe. Den, oh, da ist jemand überladen. Ja, gib mal hier den eingelegten Kram weiter. So. Und dann geht's an den Safe. Habe ich hier noch einen anderen Entschärfer, der irgendwie besser ist? Wer war denn das noch? Du. Naja, besser ist dann halt relativ. Und zwar schlechter. Sehr gut. Aufknacken.
knister, knister. Und da ein paar Schuss Munition und ein bisschen Gelumpe. Aber wir sind da ja nicht allzu wählerisch, wir nehmen hier jeden Scheiß mit. So, und jetzt gehen wir mal zum Commander zurück und sagen ihm mal, hier, das mit den Hunden, ne? Kann ich ja wohl mal überhaupt nichts für, du Arsch. Und vielleicht bringe ich ihn ja trotzdem um, mal sehen. Kann man ja alles machen. Hier, Typ. Find the cure yet, dog killers? Ja, wir haben das Heilmittel und hör auf, mich Hundemörder zu nennen. You have a cure? No bullshit? I don't believe it. Well, all right, Rangers. I ain't gonna turn down a chance to cure my dogs. But if you're lying to us, you're dead. Fick dich. Fick dich, fick dich, fick dich. Oh, wir haben ja noch den komischen Roboter hier. Ich weiß nicht, ich hab Bock drauf, den zu reparieren. So, Panzerlauffläche. Bastel, bastel, bastel. Bastel. Erfolg. Bitte gewünschten Zieltyp wählen. 1 organisch, 2 anorganisch. Ich sag erstmal auf Wiedersehen und vielleicht benutzen wir dich später nochmal. Der gute Danforth hat uns ja eingeladen. Er sagt, wir dürfen reinkommen. Dann hoffe ich mal, dass diese Türme nicht auf mich schießen. Sie schießen nicht auf mich. Glück gehabt. Behalte deine Hände dort, wo ich sie sehen kann und marschiere brav weiter. Ich hoffe für dich, du hast ein Heilmittel. Ich habe ein Heilmittel. Ein großer Mann mit finsterem Blick und einer rosa Narbe auf seiner frisch rasierten linken Wange. Der Hass in seinen Augen könnte einen glatt in Flammen aufgehen lassen. Oberst Thurman Campbell. Ich würde euch ja lieben gern aufschlitzen und den Hunden zum Fraß vorwerfen, aber wenn ihr tatsächlich ein Heilmittel habt, dann bleibt, wo ihr seid. Der Boss ist unterwegs. Wenn ihr kein Heilmittel habt, dann bewegt euch ruhig, dann knipse ich euch aus. Wir haben das Heilmittel. Wäre auch besser. Ich hab das nicht gemacht. Der Anführer der Red Scorpions ist jünger, als ihr erwartet hättet. Knapp Ende 20. Ein breitschultriger Kerl mit einem Milchgesicht, das auch Unmengen von Rüstungen und ein ungepflegter Bart nicht verstecken können. Seine Hunde wechseln von warm, seine Augen wechseln von warm zu eiskalt, als er den Blick von seinem kranken Hund auf euch zuwendet. So, Rangers, they tell me you can cure my dogs. Can you raise the dead ones too? Can you bring Rex back to me? Wer ist Rex? Ihr kennt den Namen nicht? Wie wär's mit Bobby? Klingelt da was? Natürlich nicht. Die Ranger sind wie eine verdammte Planierraupe. Was kümmert's eine Planierraupe, wie die Ameisen heißen, die sie unter ihren Rädern zerquetscht? Ich will euch eine kleine Geschichte sagen. Es war einmal ein Junge, der mit seinem Hund in Highpool lebte. Eines Tages kamen die Ranger in die Stadt und töteten den Hund. Oh, sie sagten, er habe die Tollwut gehabt. Aber erklärt das, warum sie auch den kleinen Jungen niederschießen mussten, obwohl er bloß mit einem Luftgewehr bewaffnet war? Naja, es ist vielleicht manchmal auch schwer zu sagen, ob das ein Luftgewehr oder ein echtes Gewehr ist. Und als sich dieser kleine Junge aus dem Grab kratzte und schwor, dass er den Rangern wehtun würde, mehr wehtun, als sie ihm wehgetan hatten, wundert euch das? Und als dieser kleine Junge die größte und schlimmste Gang des Landes auf die Beine stellte und die Ranger zum Staatsfeind erklärte, wundert euch das? Moment, Moment. Lass mich raten, du bist Bobby. Hat ja bloß 15 Scheißjahre lang gedauert. Gib dem Ranger eine Zigarre und jetzt rate mal, wie groß wird wohl das Loch, das ich in deinen Schädel puste. Fick dich. Deine Gang sind bloß ein paar Plünderer. Wir sind jetzt eine Milz Ranger, das Gesetz in dieser Gegend. Und sehr bald werden wir das Gesetz in ganz Arizona sein. Es war schon immer mein Traum, euch verfickten Cowboy-Tyrannen zu zeigen, wie man den Frieden anständig bewahrt, wie man Menschen mit Respekt behandelt, anstatt ihre Kinder zu töten. Wow, Typ. Menschen mit Respekt behandeln? Ihr mordet. Indem man sie zu Tode besteuert, sie auf eurer Farm versklavt? Wir sind in einer Übergangsphase. Ich werde die schwarzen Schafe so schnell los, wie ich kann. Und die Leute lassen sich einfacher beschützen, wenn man sie fest unter Kontrolle hält. Wenn jeder auf der Gemeinschaftsfarm arbeitet, müssen wir nicht jede Hütte und jeden Schuppen patrouillieren. Und alle sind zufriedener, richtig? Ein Scheiß sind die Leute zufriedener.
Hast du sie gefragt? Manchmal wissen die Leute nicht, was das Beste für sie ist. Manchmal glaubt man sie zu ihrem, muss man sie zu ihrem Glück zwingen. Sie werden uns später dafür dankbar sein, glaub mir. Wenn die Desert Ranger dich gezwungen hätten, auf einer Farm zu arbeiten, wärst du ihnen dann dankbar? Das ist was anderes. Die Ranger sind ein Haufen von tyrannischen Hundemördern, die sich einen Dreck darum scheren, was mit den kleinen Leuten passiert. Deine Schläge haben die kleinen Leute verprügelt, sie vergewaltigt, ihr Eigentum gestohlen. Inwiefern ist das besser als der Weg der Ranger? Okay, vielleicht ist es nicht der beste Weg, die Leute zu zwingen, aber wie sonst soll man sie organisiert und geschützt kriegen? Wie sonst soll man die ganze Ausrüstung und die ganzen Waffen kommen, wenn man sie nicht besteuert? Stimme einem Bündnis zu und wir zeigen dir wie. Wir machen das schon seit Jahren. Ha, das muss ich mir merken. Ich soll also Ratschläge von den Desert Rangern annehmen. Warum sollte ich sowas machen? Weil wir das Heilmittel für deine Hunde bekommen haben, indem wir höflich danach fragten, während du es selbst mit Gewalt nicht gekriegt hast. In Ordnung, Ranger, in Ordnung. Ihr habt euren Standpunkt klar gemacht. Ich schätze, es gibt einige Dinge, die wir voneinander lernen können. Okay, ihr behandelt die Hunde, ich pfeife meine Jungs zurück und danach setzen wir uns an einen Tisch. Aber Friede, Freude, Eierkuchen kann ich nicht versprechen. Naja, das ist ja schon mal etwas. Also gebe ich dir jetzt das Heilmittel? Meine Hunde den Zwingern behandelt? Nein, noch nicht. Ach so, ich muss zu den Zwingern gehen und die Hunde da behandeln. Ich dachte, ich behandle die einfach aus der Ferne mit meinem Blick. Ja, Hundi. Winsel? Wo ist denn das Heilmittel? Wer hat denn das? Hat jemand Heilmittel gegen Hundeseuche? Guck mal! Wovon? Amazing. Ja, ne? Now, go to the kennel. Rangers, hurry. Ja, ich gehe ja schon. Wo ist denn der Zwinger? Hier um die Ecke. Ich höre hier das Gewinsel. Sind hier eure Hunde? Oha. Auch so viele Hundis. Dennoch trägt er eine Milzrüstung, stolziert aber nicht wie ein Red Scorpion. Er ist ein älterer, ruhiger Mann, dessen offensichtliche Verantwortung die Hundepflege ist. Ich hätte nie geglaubt, dass ich mal Ranger im Gefängnis sehen würde. Weiß Commander Danforth, dass ihr hier seid? Danforth verlangt, dass wir die Hunde heilen. Das würde es erklären, wenn er normalerweise von euch spricht. Seid ihr Dämonen aus der Hölle? Aber er liebt seine Hunde und, naja, seht sie euch an. Die brauchen alle Hilfe, die sie kriegen können, selbst von Dämonen. Was stimmt nicht mit den Hunden? Ich weiß nicht, was sie getötet hat. Als erstes war der alte Sigi dran. Ach, der alte Sigi. Sie bekam diese... Die alte Sigi vor allem. Sie bekam diese nässenden Wunden an den Pfoten. Dann hat er aufgehört... Jetzt ist es wieder er. Hat er aufgehört zu fressen. Danach ist sie gestorben. Ich habe gedacht, dass das alte Mädchen alt und gebrechlich wurde. Aber dann sind alle erkrankt. Es hat hier alle ziemlich schwer erwischt und Bobby geht es am schlechtesten. Kannst du bei ihrer Krankheit etwas ausrichten? Arme Viecher, es gibt nichts, was ich für sie tun kann, außer es ihnen gemütlich zu machen. Falls du sie heilen kannst, naja, sie sind mein Ein und Alles. Erzähl mir von Bobby. Kommandant Danforth wirkt wie ein harter Mann, aber er hat eine Schwäche für Hunde. Wie wir alle. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, wenn sie alle sterben. Wir werden versuchen, sie zu heilen. Bobby sagt, du bist der Antichrist, aber ich gebe da nichts drauf. Wenn du unseren Hunden helfen kannst, dann bist du für mich in Ordnung. Na, dann wollen wir mal die Hundchen heilen. Muss ich jetzt zu jedem einzelnen Hund? Okay. Heil. Vielleicht tue ich das mal dahin. Geht das? Nein, nicht runterschmeißen. Nicht wegschmeißen. Heb das auf. Ich wollte das als Hotkey hinzufügen. Genau. So. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Mann, die winseln aber auch vor sich hin, die Köter. Ist ja gut, ich helfe euch. Alles in Ordnung. Ja. Arme Jammerhunde. Ist ja alles gut. Das Gewinsel ist echt schlimm.
Ja. Noch vier. Noch drei. Der Hundeheiler. Ich bin der Hundeflüsterer. Ich flüstere zwar nicht zu den Hunden, sondern träufel ihnen irgendein Mittel in den Mund, damit sie wieder gesund werden. Aber das ist ja fast das Gleiche. Füll, füll, füll. So, und du kriegst auch noch was. Jetzt fehlt nur noch einer, jo. Und jetzt hecheln sie alle vor sich hin. Jetzt geht's ihnen wieder gut. Tada! Ich will verdammt sein, das hat funktioniert. Mir fällt ein Schwein vom Herzen. Ja, ich berichte gern dem Commander Danforth davon. Dann haben wir nämlich mal wieder Frieden in der Hütte, oder? Achso, hätte gleich hier durchgehen können. Da steht er noch. Commander? Habt ihr meine Hunde in den Zwingern behandelt? Jupp, das haben wir. Ist das so, Campbell? Sir, ja, Sir. Alles klar, dann sind wir fertig. Geht zurück zur alten Schlange und sagt ihr, dass ich bereit bin zu reden. Keine Garantie, aber wir reden. Und habt ihr sonst noch was zu erzählen? Verpisst euch. Na, danke. Commander, ein paar nette Worte. Jetzt muss ich mich hier im Lager aber nochmal umgucken, wo ich schon mal hier bin. Da im Hundezwinger saß noch so ein Typ rum, den muss ich mir angucken. Hey Ranger, was gibt's? Mögen deine Hunde Rohleder zum drauf rumkauen? Wir haben welches in einem Toaster in Damonta gefunden. Echt? In einem Toaster? Wer denn noch bei Trostes legt? Ach, was soll's. Wenn du welches hättest, würden meine Hunde sie lieben. Sie wären deine besten Freunde, von heute bis zum jüngsten Gericht. Hier, du kannst sie haben. Wow, Ranger, die Packung ist noch verschlossen. Sie sind noch gar nicht verfault. Die Hunde werden verrückt nach ihnen sein. Hätte nicht erwartet... Oh, Tierhaltung für Dummies erhalten. Gut, dass ich das jemand sagen würde. Aber danke, Ranger. Nehmt das hier als Zeichen der Anerkennung der Hunde. Da muss ich kurz reinblicken. Was haben wir? Tierhaltung für Dummies. Ah, das ist der Tierflüsterer. Und unser Tierflüsterer war noch mal... War das Oslo Senfverwalter? Der hat Tierflüsterer, ja. Das heißt, dann kriegt natürlich der gute Oslo Senfverwalter das Büchlein. Und kann daraus noch was fürs Leben lernen. Selbst benutzen. Ja, schön das Büchlein lesen. Dann lernst du, wie man Tiere hält. Bonus auf plus 1 auf Tierflüsterer. So, was ist mit dem netten Mann hier? Svargas Snake. Durch wuscheliges Haar und einen struppigen Bart hindurch erkennst du ein hageres, schmutziges Gesicht. Unter dem Bart siehst du ein Hundehalsband mit einer sehr vertrauten Hundemarke. Die Marke, die am Halsband baumelt, ist offensichtlich ein Desert Ranger Stern. Auf der Rückseite des Sterns ist ein Name eingekerbt. S. Dubitsch. Grrr, wer bist du? Wo ist Meister? Auf deiner Ranger Marke steht Dubitsch. Das ist ein böser Name. Böse, böse. Mein Name ist Svargas Snake. Ich bin ein böser Hund. Wir sind die Desert Ranger. Wer bist du? Ich bin Svargas Snake. Ich bin ein böser Hund. Wer ist dieser Meister? Meister sein gut. Meister nur schlagen, Svargas. Wenn gewesen böse. Svargas lieben Meister. Junge, du bist aber kein Hund. Was ist denn los mit dir? Svargas Snake? Böser Hund, schlag mich nicht, Meister, schlag mich nicht. Du bist kein Hund, du bist ein Mensch. Nein, ich bin ein Hund, böser Hund, böse, böse. Sag mal, was ist denn mit dem los? Moment mal, wenn er ein Hund ist, dann ginge ja Tierflüsterer auf ihn, oder? Na toll, geht nicht. Nochmal kurz die Feldbeförderung reinholen, die ist mir gerade aufgefallen. Dörte Maulwurf, du Sprengstoff 10, ja, perfekt. Warum denkt der Typ, er wäre ein Hund? Weißt du was über den Typen, der denkt, er wäre ein Hund? Wer ist denn Svargas Snake? Ha, der hält sich für einen Witz, der hält das für einen Witz. Er konnte den echten Vargas nicht in seine Hände bekommen, also hat er einen armen Ranger gefangen und wortwörtlich zu seiner Schlampe gemacht. Persönlich halte ich das nicht für richtig, aber der Boss ist der Boss. Was ist los? Habt ihr ein Rad ab?
Die Leute hier haben alle, die haben einen an der Klatsche.